Auch die GWF präsentiert sich hier auf der ProWahn mit einem großen Stand. Und ich spreche jetzt mit Michael Schweinberger. Herr Schweinberger, wie zufrieden sind Sie denn mit der ProWahn bislang? Also wir sind heuer sehr zufrieden mit der ProWahn, weil die ProWahn scheinbar heuer nochmal einen deutlichen Zuwachs erfährt. Also die Frequenz gestern war enorm. Auch heute ist der Zuspruch wieder sehr stark. Das Interesse am Wein scheint nach wie vor steigend zu sein. Und also wir sind sehr zufrieden. Mit welchen Zielen sind Sie denn hier auf die ProWahn gekommen? Unsere Ziele für eine Messe sind hauptsächlich die Kontaktpflege. Also die Leute geballt an einem Ort in 2 oder 3 Tagen zu treffen, die für uns wichtig sind. Also zum einen mal natürlich unsere Kundenbeziehungen, aber auch die Vertreter der Presse und der Öffentlichkeitsarbeit. Das sind so die 2 Schwerpunkte und das sind auch unsere Ziele. Also wir schaffen wenig neue Kontakte, sondern hauptsächlich geht es darum, Kontakte zu pflegen, also bestehende Kontakte zu pflegen. Wie bewerten Sie denn die Internationalität hier auf der ProWahn? Der Faktor ist hier auf der Messe sehr stark. Es ist jetzt kein großer Geschäftsanteil der GWF, das Exportgeschäft. Aber die Kontakte, die wir neu knüpfen, die knüpfen wir auf der ProWahn, weil das hier natürlich auch ein Dreh- und Angelpunkt für alle internationalen Menschen ist, die sich in der Weinbranche tummeln. Welche Neuheiten haben Sie mitgebracht? Dieses Jahr haben wir einen Hugo. Also es gibt ja, glaube ich, mehrere Firmen, die einen Hugo neu präsentieren. Also dieses Aperitif-Getränk, das so den Aperol Spritz ablösen soll als das Trendgetränk. Und da gibt es auch aus unserem Haus eine Mischung. Dann wünsche ich Ihnen noch erfolgreiche Messetage. Dankeschön.